Guten Morgen aus Paris. We made it. So schön. Es ist ja mein Geburtstagsgeschenk von meinem Freund. Und wir haben einfach ein Hotel direkt beim Eiffelturm. Und ich bin so happy. Es sieht so schön aus hier. Wir sind jetzt im Zimmer und ich dachte, ich gebe euch eine kleine Roomtour. Das ist Bad zeigen, weil ich finde das mega, mega schön. Mit dem Marmor hier, es sieht einfach so schön aus. Ich liebe es hier. Good morning, it's my birthday. Wir machen uns jetzt zusammen fertig und währenddessen erzähle ich euch ein bisschen was, weil ich habe gestern ehrlich gesagt nicht so viel gefilmt. Wir sind ja gestern erst angekommen und wir haben dann erstmal ein bisschen die Gegend erkundet, weil wir auch noch warten mussten, bis wir in unser Hotelzimmer können. Und ich habe mich wirklich komplett in diese Stadt verliebt. Das wäre mein erstes Mal in Paris und gestern noch so viel erlebt, obwohl wir erst gestern angekommen sind. Was ich so toll finde, weil ich irgendwie so Angst hatte, dass man ein bisschen Zeit verschwendet. Aber wir haben so viel noch aus dem Tag rausgeholt. Und ich habe hier eine Pickel. Warte. Da haben wir dann hier noch Frühstück gegessen und uns dann den Eiffelturm anguckt, weil unser Hotel ist einfach direkt beim Eiffelturm. Also das heißt auch irgendwas mit Eiffel. Ich bin da so dankbar für. Sie haben, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich hier bin. Mittags waren wir dann noch bei Polen Paris und das war auch so toll. Ich hatte dort ein Meeting mit der lieben Lara. Wir haben uns echt gut verstanden. Und Leute, ich habe jetzt auch einfach eine neue Tasche. Ich hole sie euch mal. Ich liebe die so da. Ich finde das Modell mega. Ich habe mal eben schnell die Tasche geholt und das ist sie. Ich bin so happy. Ich muss mich jetzt weiter ready machen. Heute ist auf jeden Fall mein Geburtstag und wir haben heute auch relativ viel geplant. Wir sind zum Mittag im Pink Mama. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das oder habt davon schon mal gehört. Das ist auf jeden Fall eigentlich ein sehr bekanntes Restaurant hier. Es hat gerade an der Tür geklopft und schaut mal, was ich bekommen habe. Ein mega schönen Blumenstrauß. Noch von meinem Freund zum Geburtstag. Ich pack's nicht, Leute. Ich bin hier einfach so glücklich. Wir waren gerade im Pink Mama essen und es ist so schwierig zu vloggen, wenn wir unterwegs sind, weil es einfach so laut ist auf der Straße. Ich bin jetzt nochmal umgezogen und wir gehen jetzt nochmal kurz ein bisschen shoppen. Ich habe vorhin auch was richtig cooles bei Sephora geholt. Zeige ich euch später. Ich wollte euch ja noch zeigen, was ich mir bei Sephora geholt habe. Da habe ich mir das Jisoo Lippenöl geholt. Das sieht so nice aus und pflegt die Lippen richtig gut. Und dann habe ich einfach eine Handcreme gratis bekommen, weil ich heute Geburtstag habe. Ich habe mich mega gefreut. Abends sind wir dann noch auf eine Sightseeing-Bootstour mit 3-Gänge-Menü und das war auch so schön. Wir gehen jetzt. Heute ist unser letzter Tag und wir fliegen heute auch leider schon zurück. Wir haben gerade ein bisschen aufgeräumt, die Koffer gepackt. Hier ist ein kleines Mess im Hintergrund. Ich gebe euch später nochmal ein Update. Ich weiß nicht, was aus diesem Vlog hier geworden ist. Es ist ja auch mein erster Vlog. Aber es ist einfach mega schwierig, hier auf den Straßen zu filmen, weil es unglaublich laut ist. Aber ja. Hallo, heute ist Dienstag. Ich habe total vergessen, das Fazit zu filmen. Ich muss erstmal so in dieses Vloggen reinkommen. Ich hoffe, dass euch die Hintergrundgeräusche nicht so sehr irritieren. Ich habe mich jetzt aber mal rausgesetzt, weil das Wetter bei uns so gut ist. Die Reise im Gesamten war wirklich perfekt. Es war ein absoluter Traum. Das Hotel war schön, die Lage war perfekt. Und ich hatte einfach viel Zeit mit meinem Freund. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr auch nach Paris fliegt, ein bisschen mehr Zeit einzuplanen. Wir haben jetzt nämlich nicht alles geschafft anzugucken und wir haben versucht, ein bisschen was abzukörpern. Aber ich würde Minimum eine Woche einbrechen. Und ich habe ja schon erwähnt, dass ich das Pink Mama unglaublich toll fand. Und falls ihr die Möglichkeit habt, geht dort unbedingt mal hin. Wir haben hier so gute Trüffelnudeln gegessen. Das Einzige, was mir tatsächlich nicht so gut gefallen hat, war das Louvre. Ich habe persönlich gar kein Problem mit großen Menschenmengen, aber dort war es wirklich so extrem. Es war ein Riesengedränge. Also falls
falls ihr die Mona Lisa mal sehen wollt, würde ich es euch trotzdem empfehlen, weil es war wirklich sehr, sehr cool. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob ich dort nochmal hingehen würde. Das war es jetzt auch schon mit meinem ersten Vlog. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt wirklich geschafft habe, einen zu drehen, auch wenn er nicht so lang ist und auch wenn er noch nicht perfekt ist. Ich freue mich irgendwie mega und es macht mich extrem happy. Also lasst gerne ein Like da und